Hallo meine Lieben, ja, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir werden heute gemeinsam eine Legung machen und fragen die Karten, was dein Wunschpartner, dein Herzensmensch genau jetzt denkt über dich, über eure Situation. Schau bitte, ob du in Resonanz gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. So, mal schauen, was da jetzt für eine Karte springen mag. Ups, die kam auch schon richtig gesprungen. Ach ja, schau mal, wie schön. Gespräche von Herz zu Herz. Also dein Wunschpartner, dein Herzensmensch, ne, der möchte hier ein Gespräch von Herz zu Herz führen. Das heißt auch wirklich ehrlich über die Gefühle miteinander sprechen. Wir schauen jetzt mal im Tarot. Ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass dein Wunschpartner, dein Herzensmensch sich bereit ist zu öffnen. So, was immer auch bei euch zurzeit los ist, ob ihr Kontakt habt oder einen Abbruch hattet, ob ihr eher Abstand habt. So, wir haben hier die 8 der Kelche. Ich nehme 6 Karten. Die 6 der Stäbe. Wow, also hier wird ja direkt zum Neuanfang geritten, sage ich jetzt mal. Kleinen Moment, wir nehmen noch 3 Karten. So, was denkt dein Herzensmensch zurzeit? Die Gerechtigkeit, also hier die 8 der Schwerter, die Gerechtigkeit. Noch eine Karte und die Unterseite nehmen wir auch dazu. Bei der Unterseite, oh, total schön, die Herrscherin. Ja, wunderschön. So, dann nehme ich noch die ein oder andere, ups, Klärungskarte. Und zum Abschluss übrigens ziehen wir auch noch eine Liebesbotschaft dann von deinem Wunschpartner an dich. So, auf die 8 der Kelche bitte. Die wollte raus. Wir haben hier den Hierophant. Ich möchte gerne noch auf die 8 der Schwerter und die 2 der Münzen eine Klärungskarte haben. Hier hat sich eine umgedreht, die Liebende, also nicht die Liebende, dann die 2 der Kelche und die 2 der Münzen. Der Mond. Also, ich habe hier einen ganz klaren Impuls. Dein Herzensmensch bzw. Wunschpartner möchte den Wunsch entwickeln, den bzw. den Mut entwickeln. Die Farbe Rot steht auch immer für mutig, jetzt endlich über seinen eigenen Schatten springen, raus aus der Komfortzone, über seine Ängste überwinden. Und gerade mit dem Hierophanten, der ja für eine feste Verbindung steht, ja wirklich sich auch tief auf etwas einlassen und verbindlich zu sein. Genau, und auch vor allem ja diese Bereitschaft, jetzt in eine feste Verbindung zu gehen. Habe ich das Gefühl, weil ja auch die Gespräche von Herz zu Herz gefallen sind, dass er jetzt, dein Wunschpartner, den Mut entwickeln möchte, ja, weil er hier ja auch so in die Richtung der 6 der Stäbe läuft und dem Page der Stäbe, dass er hier auch für Erfolg steht, nochmal einen Neuanfang steht, habe ich das Gefühl, dass er weiß, wenn er nicht über seinen eigenen Schatten springt, er zwar da auch so, wo er jetzt sich gerade auffällt, sich ganz okay fühlt, es sind aber nur die 8 der Kelche, ne? Das ist jetzt nicht das volle Glück. Irgendetwas fehlt ihm noch für das, sag ich mal, für das volle Glück. Und er weiß eben auch, dass die Ängste ihn daran blockieren. Und zurzeit ist es so, dass er tatsächlich über seinen Schatten springen möchte und offen über seine Gefühle mit dir sprechen möchte, weil seine Sehnsucht eben auch eine feste Verbindung ist. Und er möchte da einfach auch in Anführungsstrichen siegen, in dem Sinne, dass er sein Ego überwindet, ja, dass er dich hier nach einem Neuanfang hier auch fragt, beziehungsweise einer neuen Chance einfach auch, ja, so nach dem Motto, es kann auch sein, dass ihr noch gar nicht zusammen wart, aber auch vielleicht kennt ihr euch schon länger, ihr hattet schon mal einen Abbruch, aber hier wird ein Neuanfang, beziehungsweise ein Anfang von einer festen Verbindung gewünscht, ja. Was ich hier unten sehe ist, er weiß, er will auch hier eine Entscheidung treffen, ja, eine Entscheidung, die allen gut tut. Wir haben hier eine kleine Blockade. Und zwar, wir haben hier die 2 der Kelche mit den 8 der Schwertern. Ich habe das Gefühl, dass dein Wunschpartner zwar diesen Mut entwickeln möchte, aber dennoch auch bei ihm so eine tief sitzende Blockade drin ist. Also da kommen auch so ein paar Ängste einfach hoch, wo er dann... Es kann sein, dass er dann wieder so ein bisschen ins Schwanken kommt. Das heißt, er geht mit einer guten Intention in das Gespräch rein. Ja, alles läuft super. Und dann zum Beispiel könnte es passieren, dass es dann wieder zu nah wird. Die Ängste kommen wieder hoch und dann wird man wieder unschlüssig und die Ängste dominieren schon wieder. Aber hier ist einfach auch die Entscheidung gefallen. Deshalb stehen bei dem einen oder anderen von euch wirklich auch die Chancen gut, dass ihr auch dauerhaft das Bewusstsein besteht, die Ängste
kleiner werden zu lassen und sich auch zu hinterfragen, warum macht mir das jetzt hier Angst, warum triggert mich das, warum fühle ich jetzt wieder, dass ich hier ausreißen muss, ja? Weil wir haben hier einfach auch dieses Gefängnis mit den zwei der Kelchen. Also ich habe auch das Gefühl, dass dieser Wunschpartner schon auch Angst hat, seine Selbstbestimmung ein Stück weit aufzugeben, wenn er sich für eine komplett feste Verbindung entscheidet. Und das ist ja oft überhaupt nicht so, ne? Das ist oft auch nur eingebildet, je nachdem, jede Situation ist auch anders. Und es gibt ja auch, sage ich jetzt mal, Paare, wo dann der andere Partner gar nichts mehr darf in einer Verbindung. Und aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Verbindungen, wo das nur in Anführungsstrichen eingebildet ist. Aber hier nämlich ganz stark war, dass dieser Wunschpartner Angst hat, seine komplette Freiheit aufzugeben. Ja, dass er da irgendwie so in ein Gefängnis geht und Angst hat, dann auf einmal zum Beispiel sich nicht mehr frei bewegen zu können, in dem Sinne, dass er sich nicht mehr mit Freunden unbedingt jeden Tag treffen kann oder einfach mal einen Kurztrip alleine in den Urlaub machen kann, dass er da so ein bisschen Angst hat vor Diskussion, was ich hier ganz stark wahrnehme. Und das ist so eine kleine Angst, die hier einfach hochkommt. Aber dennoch möchte er zu dir dieses offene Gespräch führen, weil eben auch seine Sehnsucht eine feste Verbindung ist und mit dir einfach auch in eine Verbindung zu gehen. Ja, da ist er so, innerlich habe ich so das Gefühl, ein bisschen zerrissen, aber zurzeit hat er erstmal den Fokus, ja, mit dir dieses offene Gespräch zu führen. Denn an der Unterseite ist die Herrscherin und die Herrscherin ist und das Rad des Schicksals. Die Herrscherin, ich finde, das ist irgendwie auch so einer meiner Lieblingskarten im Tarot, weil die Herrscherin, die wirkt so, ach ja, so mit sich in der Mitte, ja, so ausgeglichen, so auch so verwurzelt in sich, ja, total zufrieden auch mit sich. Und das strahlst du eben auch zurzeit aus auf deinen Herzensmenschen, beziehungsweise er sieht dich einfach auch als eine weibliche Person voller Schönheit innen und außen, ja, und ja, auch so, dass du so viel Liebe zu geben hast, ja, viele Emotionalitäten, dass du einfach auch sehr nährend bist, auch für deinen Wunschpartner. Und das ist so eine Wärme, die du da einfach auch rübergibst, was er vielleicht auch bisher gar nicht so gespürt hat, aber dass er vielleicht auch vermisst, wenn er nicht über seine Ängste, quasi über seinen Schatten springt, ja. Ich finde, die Herrscherin ist einfach eine wunderschöne Karte, die einfach auch zeigt, ja, dass er diese Eigenschaften von dir auch total schätzt, gerade in den heutigen Zeiten. Bist du hier etwas ganz Besonderes für ihn. Und wir haben hier natürlich noch das Rad des Schicksals jetzt, was ja auch für einen Neubeginn steht und eine glückliche Wendung in der Beziehung, vor allem in eurer Verbindung. Ist total schön. So, ich habe ja gesagt, ich mache noch zum Abschluss eine Liebesbotschaft von deinem Wunschpartner an dich. Da bin ich mal gespannt. Ups, die ist aber richtig rausgesprungen. Oh Gott, schaut mal, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich, das kann man hier ja auch bestätigen. Deshalb will er ja auch seine Ängste überwinden, auch wenn er gleichzeitig so Angst hat, seine Selbstbestimmung aufzugeben, seine Freiheiten aufzugeben. Aber da ist etwas in ihm drinne, was ihn so richtig nach vorne in deine Richtung drückt. Ja, weil er eben auch fühlt, wenn er immer auf Sicherheit geht, ja, weg von festen Verbindungen, dann ist er zwar auch okay, aber es erfüllt ihn einfach auch nicht. Und er sieht halt dich auch als Herrscherin. Und ja, du bist für ihn wirklich so ein Geschenk. Und ja, ich liebe dich, kann man nicht anders hier benennen, wunderschön. Ich hoffe, dass du hiermit in Resonanz gehst und schau bitte, ja genau, ob du in Resonanz gegangen bist. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo. Und dann habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, tschüss!